Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Remothered Tormented Fathers. Wir befinden uns in diesem Fall wieder an exakt der gleichen Stelle, die auch im letzten Video unser letzter Aufenthaltsort war. Wieder sage ich, weil ich zwischendurch etwa eine halbe Stunde lang hier im Kreis im ganzen Haus rumgerannt bin, um diesen schwierig zu findenden Knauf zu finden für den sich hinter uns befindlichen Backofen. So, jetzt musste ich mich da so ein kleines bisschen auch durch YouTube durchbewegen, um da mal zu gucken, weil ich habe wirklich eine halbe Stunde hier noch vor OP mich versteckt und so weiter und so fort. Alle möglichen Schubläden, wie man es auch hier sieht, das hat man glaube ich sogar im letzten Video noch gesehen. aufgemacht, noch diverse andere Schublädchen aufgemacht. Im Prinzip das ganze Haus nochmal von hier unten bis nach ganz oben und wieder zurück abgesucht und ich habe nirgends einen Knauf gefunden. Aus diesem Grunde habe ich jetzt YouTube durchforstet und habe die Lösung tatsächlich gefunden. Ich konnte es echt mir selbst und euch wahrscheinlich auch nicht zumuten, hier jetzt noch mehr Videos zu machen, in denen ich nur relativ erfolglos im Kreis renne. Ich habe jetzt auf jeden Fall eine Lösung gefunden. Ich muss nur erstmal mich hier ein bisschen umgucken. Da müsste nämlich irgendwo ein Stuhl sein. Jener vielleicht. Ja, genau. So, da oben liegt nämlich das Ding. Das ist der Knauf da oben. Ja, hier halt. Vor mir. Direkt. Da oben. Und das sollst du in einem Spiel, in dem du meistens erstens so läufst, dich in alle möglichen Richtungen, außer nach oben, in der Regel umguckst, um dich vor deinem Gegner zu verstecken, da sollst du drauf kommen, dass da oben ein bisschen was liegt. Das finde ich persönlich jetzt ein kleines bisschen doof. Schön, dass ich das Ding jetzt gefunden habe. Es beweist also einmal mehr, dass man in diesem Spiel stellenweise richtig genau suchen muss und hingucken muss. Ja. Oh. Wie macht sie denn das? Du bist ja dumm. Das hast du natürlich Krach gemacht. Ja. Ja, und Opi kommt jetzt. Wo versteckst du dich? Das gar nicht gehört und kommt gar nicht. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass er es gehört hat. Es war immerhin laut genug. Also, sonst hört er auch jeden Scheiß. Aber gut, jetzt sieht es halt erstmal so aus, als käme ich vielleicht auf den Stuhl hoch. Genau. Knauf für offen. Oh, da ist die Kamera. Hi. Ach je. Du hast das aufgehoben, rostiger Henkel. Ich habe einen Knauf gesucht. Keinen Henkel. Verdammt. Okay, wo ist der fucking Ofen? Wo ist dieser goddamn fucking Ofen? Da ist er. So. Können wir in den Filmchen gucken gehen endlich mal. Bitteschön. Da müssen wir wieder nach oben, ne? Schreiche die Motten weg, 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 schreiche die Motten weg. Ja, wie lange noch? Alter. Du hast aufgehoben. Du hast das aufgehoben. Film. So, mir gefällt gerade die Optik des Spiels irgendwie nicht. Ich guck mal ganz kurz in die Einstellung. Das schneide ich aber nachher raus. So, weiß jetzt nicht, ob es bedeutend besser ist. Ich habe den klitzekleinen Eindruck, dass es ein kleines bisschen besser aussieht. Ich weiß es nicht. Also gerade eben haben mir so die Texturen hier nicht so ganz gefallen. Ich habe es jetzt von Auto mal auf Ultra gestellt.
Ich hoffe, dass es so einigermaßen flüssig läuft. Naja, jetzt haben wir auf jeden Fall den Film, oder? Den haben wir. Verbrannter Film aus dem Ofen in der Küche. Zum Glück war er von den Flammen getrennt. Ach, waren die außerhalb des Ofens? Warum hat jemand versucht, ihn zu verbrennen? Was hat das zu bedeuten? Wir wissen schon, was das zu bedeuten hat. Er sollte nicht in die falschen Hände kommen. Jetzt ist er in den falschen Händen. Okay. Lassen wir das. Obi Felton ist wahrscheinlich hier drin. Und sucht? Nee, nicht? Okay, soll mir auch recht sein. Ich versuche jetzt mal relativ unverletzt nach oben wiederzukommen ins Büro, wo der gute Mann sein Hallo! Still here? Projektor stehen hat. I'll make you swallow your own tongue. Nein, du wirst mich nicht dazu bringen, meine eigene Zunge zu schlucken. Das ist ja ekelhaft. Dr. Reed, do you read? Would you? I knew it. What are you? Ah. Jetzt gehen die. Och Mensch, ist er jetzt so schnell auf einmal? Stop, you stupid bitch. Immer hier. Ah, da ist er schon wieder. Ah, hab ich schon gesehen. So spät. Oder? No! Nee. Okay. Also ich hab wieder Zeit zum Wegrennen. Jetzt aber. Da bin ich jetzt unauffindbar. So, who's playing around in my house? Ich möchte nur diesen alten Film auf deinem Projektor ansehen, alter Mann. Soll noch nicht so viel verlangt sein. Oh, wir müssen den Punkt wieder im Kreis halten. Im Kreis. Im Kreis. Sehr schön. Da gehen wir aber in die falsche Richtung. Geht genau in die Richtung, in die ich muss. Aber vielleicht kommt er demnächst wieder hier vorbei. Ich kann das ja gegebenenfalls rausschneiden, die längere Wartezeit jetzt hier im Schrank. Okay, er ist soeben hier nach links vorbeigelaufen. Wenn ich alles richtig gemacht habe, dann habe ich das rausgeschnitten. Ich war jetzt nämlich etwa... Ja, 2 Minuten drin, 3. Das muss jetzt echt nicht sein. Standbild 3 Minuten lang. Nee. Moment, jetzt muss ich aber. Hey, ich muss ins Büro, nicht ins Schlafzimmer. Das da war meines Erachtens das Schlafzimmer. Ich habe das hier oben immer noch nicht gecheckt, wo welcher Raum ist. Eigentlich sollte ich das auswendig wissen. Ich bin ja immerhin schon 70 Mal hier auf und runter gerannt, aber ich habe das ja nicht gemacht, um das Gebäude zu inspizieren, sondern meist auf der Flucht. Deswegen bin ich da gar nicht so vertraut hier mit den Räumlichkeiten. So, ich gehe mal speichern. Über den Teppich kann ich rennen. Das ist nicht so laut. Speichern ist gut. Direkt nach dem Speichern werde ich... okay, ich brauche gar nichts wiederherstellen an Gesundheit. Das ist schön. Was ich allerdings tun muss, ist das Büro finden. Ich bin aber der Meinung, das ist nicht das hier, ne? Oder? Das hier ist das Schlafzimmer. Ja, da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen in das Büro. Da war das doch die große Tür da vorne. Ich habe das verwechselt. Das liegt aber auch nicht an mir, sondern am Spiel. Definitiv. Weil meistens, wenn man irgendwo hinrennt, wo man hin will, landet man im Endeffekt dort, wo man nicht hin will. Das kommt sehr häufig vor in diesem Spiel. Hier ist wieder Teppich. Ich könnte gucken, ob ich ein bisschen rennen könnte. Ja, ja. So viel schneller macht mich das wahrscheinlich im Endeffekt dann doch nicht. So. Le Büro.
Projekteur. So, und jetzt bin ich sehr gespannt. Es stand ja vorher auf dem Zettel, dass sich seine Therapie oder seine Hypnose nochmal anzusehen für ihn nicht unbedingt gut sein könnte. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, warum das so ist. So. Wir dürfen gespannt sein. Ich halte jetzt meinen Mund. Mesmerism session with drug injection. Patient is Richard Felton. Mr. Felton, I remind you that you were sedated with a dose of Phenoxyl and submitted to the constant swing of the metronome. Can you hear me? Yes. Breathe deeply. Keep your eyes on the metronome. I can't. Stay calm. Keep control of yourself. We are here for you, Mr. Felton. What day were you born? February 16th. Can you tell me which day today is, or your wife's name? Ariana. We're in March, I think. I don't remember. I can't remember. That's normal. It's part of the mesmerism process. Stay focused. Keep your eyes on the metronome. You are now in oblivion. What is the first thought that comes to you? Celeste. On the swing. Celeste, can you see her? Keep visual contact. I see her back. She's still screaming. She can't hear me. Why doesn't she hear me? Mr. Felton, keep calm. What you see is not material. It's a reflection That's of your subconscious. My entire fault. I knew this would happen. That she would escape. We were supposed to protect her so that they wouldn't find her. Who are they? I never thought she'd come back. I thought it. Do you mean Celeste came back after she disappeared? She wasn't my little girl. No, she wasn't Celeste. She was Jennifer. Mr. Felton, who are you talking about? Who's Jennifer? When my father came back in 1930, it was like he was dead. No physical wounds, just broken inside. He changed. I have never liked or loved him very much, but the man that came back from Ethiopia was far from being the man that once left us. He came back to himself pretty quickly, but not how I wanted. Mr. Felton, were you abused by your father? Oh, no, never. He was a good man. Very strict, yes. A monster, but not that kind of monster. He never touched me. I was a disappointment to him. A wimp. I've never touched my daughter. Do you think your daughter's disappearance is related to your relationship with your father? She should have never been born. My father, he hurt me to prevent me from her. Is this why you came here, Doctor? I hope you found what you were looking for. War ein interessanter Film. I tried to warn you. You should have listened. Is it really worth it to put yourself into this story? Stop, you bitch! Was macht der denn da? Ui, ui, ui. Some things die and stay. Wie hat er die jetzt aufgehört? Bei dem Kleiderhaken? Other things die. Hält das? Linger in time. Sir. Sooner or later, everyone will find out the truth. I already told you the truth. My daughter left us. Just one afternoon. We never saw her again.
fucking liar! You said that she came back, didn't you? You don't understand. You have no idea of what I've been through. The pain. And didn't you think of the pain your daughter's been through? Oh no, Celeste was the only bond between my wife and I. Our marriage was more of a business deal than love. It was one of those arranged marriages where only the parents-in-law love each other. This has nothing to do with your daughter. On the contrary, it has everything to do with her. After she disappeared, Ariana and I were divided. But you said you were protecting Celeste. From who? It's more than you can handle, miss, and you would not understand. It's true. I might not be able to understand. But right now, I believe Celeste decided to leave because she was terrorized by your morbid intentions. No. It's not true. And yet, sometime later, she comes back home to the lion's den. It's not true. One afternoon, she knocked on the door. I couldn't believe it. She was there. But it wasn't Celeste. It was Jennifer. Jennifer. Then you came in. God bless you. And thanks to you, I finally realized that Jennifer was to blame for my pain, my disease. I could not let her go away again. So one night I slipped into her bedroom, and there she was, tempting me. I could not let her hurt us again. No, can't be. And yet, you saw her body. I had to. I didn't have any other choice. Disgusting murderer. You're a murderer. Oh, God, forgive me. Forgive me. I was just following her orders. You came to us to free us from evil. Oh, God. Uh-huh. So interessant. Oh, jetzt muss ich was tun. Guck mal. Die hat ein kleines Lämmchen da auf dem Bild oder sowas. Oder ein Schweinchen, ich hab's nicht genau. Auf jeden Fall sterbe ich hier gleich. An Handgelenkschmerzen. Boah. Jetzt, Gott sei Dank. Lass mich gehen, lass mich gehen. Wir sind. What? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Oh fuck. Ich habe übrigens ein Achievement bekommen. Habe ich gesehen, aber ich fand es nicht lesen. Hatte keine Zeit. Oh mein Gott, du hast eine ganz merkwürdige Stimme. Du machst mir Angst. Ja. Was zu sagen. Where are you hiding, sinner? Alter, was bist du? Come to me, Mars. Come to me. Okay, also S, ich denke S, hat auf jeden Fall irgendwas mit den Motten zu tun und ist jetzt hinter mir her. Jetzt weiß ich nur nicht, zusätzlich zu Obi oder allein, zusätzlich zu Obi, also mit zwei Gegnern, oder aber ist das Ding alleine und ich habe es jetzt nur noch mit dem Teil zu tun. Ja, das weiß ich nicht. Ich habe auch übrigens keinen Plan, was ich als nächstes jetzt tun soll. Ja, muss ich rausfinden. Finde ich aber erst im nächsten Video raus. Denn die Zeit ist für ein Video gut. 21 Minuten, schieß mich dort, irgendwie sowas. Das ist doch eigentlich ganz in Ordnung. Ja. An dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr mir einen Kommentar da lässt. Über sowas freue ich mich am meisten.
ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt, und natürlich ein Däumchen, wenn ihr dafür noch die Zeit habt. Da würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Jetzt kommt das Ding wieder. Naja, wir schauen, was passiert im nächsten Video. Bis demnächst.